Hi meine Lieben, ja heute habe ich ein Top 5 unter 5 Euro Video für euch. Die gibt es ja schon richtig, richtig lange und vereinzelt sieht man die auch mal wieder. Und ich habe ja auch schon zwei von dieser Sorte gedreht, allerdings so ein total gemischtes, also so wie es auch die meisten gemacht haben. Man hat einfach 5 Produkte meistens aus der Drogerie genommen und hat sie dann vorgestellt, die eben auch nur unter 5 Euro kosten. Und jetzt dachte ich mir, mache ich das so ein bisschen spezifischer. Und heute ist das Thema eben für die Haut, für die Gesichtshaut, weil mich auch viele nach dem Get Ready With Me angesprochen haben oder geschrieben haben, dass ich so eine reine Haut habe und ob es da nicht irgendwie Tipps und Tricks gibt und Produkte, die ich weiterempfehlen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, verbinde ich das mit so einem Top 5 unter 5 Euro Video, weil es auch eben passt vom Preislichen her. Und ja, dann lege ich gleich mal los. Als allererster Schritt muss man sein Gesicht natürlich erstmal reinigen. Da kommt es drauf an, hat man Make-up oder auch nur Puder, irgendetwas drauf auf der Haut. Dann muss man das natürlich erstmal grob entfernen. Meistens nehme ich dann einfach ein Kosmetiktuch oder ja, also so ein Abschminktuch eben, wo schon in so eine Flüssigkeit getränkt ist. Und danach gehe ich, das ist dann eigentlich egal, welches ich nehme. Hauptsache die erste Schicht ist schon mal weg von dieser Farbe. Und dann kommt dieses Produkt, was ich sehr wichtig finde. Das ist ein Micellenwasser von Nivea. Das ist schon meine zweite Flasche und ich bin da sehr sparsam mit. Und ich liebe dieses Zeug eben von Nivea. Davor hatte ich ein anderes von L'Oreal, das fand ich auch ganz gut. Aber irgendwie mag ich das von Nivea mehr, weil dieses Hautgefühl danach irgendwie schöner ist. Habe ich so das Gefühl. Das nennt sich Sensitive, also ist für sensible Haut auch geeignet. Und ist eben ein 3-in-1 Reinigungsfluid mit Micellentechnologie. Und man macht sich das auf ein Wattepad und reibt dann nochmal überall drüber. Und dann merkt man erstmal, wie viel Schmutz und Make-up da noch runtergeht. Also wirklich, man erschrickt da fast und denkt sich, wow, für was habe ich jetzt ein Reinigungstuch überhaupt genommen? Das hier holt nochmal sehr viel mehr raus und finde ich sehr wichtig, dass man erstmal so wirklich grundreinigt, bevor man da nochmal mit einem Waschgel, je nachdem benutze ich auch noch ein Waschgel, ja, nochmal drüber geht, weil dann ist die Haut erst richtig rein und diese ganzen Wirkstoffe können erst richtig einwirken. Und ja, ich finde das sehr, sehr gut von Nivea. So, dann nehme ich meistens noch ein Waschgel und ich benutze super gerne schon seit mindestens 2 Jahren das hier von Alverde. Das ist die Clear Waschcreme mit Heilerde und ich schwöre auf dieses Produkt so sehr. Also ich kenne auch ganz viele, denen es geholfen hat. Das ist eine Waschcreme, die ich auf das angefeuchtete Gesicht gebe. Also ich mache es am besten mit ziemlich warmem Wasser, weil dann die Poren noch mehr geöffnet sind. Und das reinigt halt auch nochmal sehr tief und diese Heilerde hat eben so eine spezielle Wirkung, die der Haut sehr, sehr gut tut. Also nicht jedes Mal nehme ich beide Sachen, aber fast. Also in letzter Zeit nehme ich echt meistens beide Sachen sogar. Und das ist aber auch so ein richtiges Wundermittel gegen Pickel. Also ich liebe diese ganze Serie, aber am liebsten hier eben mit Heilerde dieses Waschgel. Also mit der Creme kann ich nicht so viel anfangen. Das Peeling ist noch ganz okay und dieses Gesichtswasser ist so, naja, das ist ein bisschen kratzig, ein bisschen zu sehr peelingmäßig. Ich bin besonders von diesem hier begeistert, eben von dieser Waschcreme und kann es euch so sehr ans Herz legen. Die ist immer bei mir daheim. Egal, was für ein Produkt ich gerade ausprobiere fürs Gesicht, das muss sein, weil das ist so mein Helfer in der Not. Wenn alles irgendwie daneben geht und jetzt wirklich mehr Pickel kommt, dann hilft dieses Produkt nach einer Woche so gravierend wieder und bringt die Haut so in Ausgleich irgendwie und macht das richtig, richtig schön. Ich bin sehr überzeugt von diesen Produkten. Das darf Alverde nie, nie, nie aus dem Sortiment nehmen. Ja, und dann kann es natürlich passieren, dass man auch auf einmal einen ganz, ganz bösen Pickel kriegt. Nur einen, der es aber so richtig drauf anlegt, so richtig großer, total blöde. Oder so ein paar kleinere, wo man weiß, das sind so Stellen, wo sich einfach gerne Pickel an einem sammeln. Wie zum Beispiel so im Backenbereich oder so, wenn man sich mal so abstützt oder irgendwie so macht. Das geht total schnell. Bei mir ist es zum Beispiel immer so um die Nase oder Mund rum, das kann auch plötzlich sein, oder am Kinn oder so, oder auch mal an der Stirn, wo einer sich irgendwie zusammenzieht und man denkt sich, woher kommt der auf einmal? Und wenn man schon merkt, dass es irgendwie komisch wird, habe ich jetzt eine Geheimwaffe dafür. Und das ist dieser türkisfarbene Garnier-Topf aus dieser Hautklar Extra Stark Reihe. Und das sind so kleine Pads drin, ich zeige euch das mal so. Hier sind so kleine, nasse, getränkte Pads und manche zerschneide ich auch, ihr seht das vielleicht hier drin. Und die sind super dünn und absolut nass, richtig getränkt in dieser Flüssigkeit.
Das ist auch mit Salicylsäure und Eukalyptus. Riecht aber nicht so stark nach Eukalyptus. Und das tupft man so drauf und verreibt es ganz leicht, aber eher so ein Tupfen. Und das bildet so den Pickel wieder zurück, habe ich so das Gefühl. Also ich habe es schon sehr häufig ausprobiert. Und auch Pickel, die schon am Zurückgehen sind, das unterstützt das Ganze nochmal. Das mache ich mir nicht aufs komplette Gesicht, weil ich eben nur so ein paar Stellen damit bekämpfen möchte. Und das ist echt ein mega tolles Produkt. Also speziell eben diese Pads hier. Und ich habe gesehen, nicht jeder DM hat das. Teilweise ist sogar gar keiner mehr irgendwie in meiner Region. Aber der Rossmann hat es auf alle Fälle. Und es kostet auch um die 5 Euro. Es ist schon ein bisschen teurer für so eine Pads-Box. Ich weiß auch gar nicht, wie viele da drin sind. Es sind aber schon sehr viele. Sie sind hauchdünn, da passen sehr viele rein. Und die sind eben super. Man kann immer eins rausnehmen, kann es zum Teil auch zerschneiden, wenn man nur so eine kleine Stelle gerade hat zum Mandeln. Und diese Salicylsäure ist irgendwas, was richtig gut ist für die Haut. Also das dringt sehr tief in die Haut ein und bekämpft die. Und das ist auch so was, was ich jetzt immer daheim haben muss. Die sind richtig, richtig toll. Und was auch noch ganz wichtig ist, sind Peelings für die Haut. Nur viele Peelings aus der Drogerie haben so kleine Körnchen, die eigentlich mehr der Haut schaden, als gut zu tun. Erst recht, wenn man schon Pickelchen hat, dann reißen die fast die Pickelchen mit auf oder auf jeden Fall reizen sie diese Haut an der Stelle ganz arg. Und das ist nicht immer so praktisch und nicht auch immer so gut. Und seit einer Weile benutze ich hier das Balea Enzym Peeling. Das ist eine Creme, also das macht man sich nach der Reinigung erst drauf und auch nicht jedes Mal. Das benutze ich nur einmal die Woche, das ist ganz wichtig, weil es auch ein bisschen die Haut angreift, würde ich mal sagen. Also für sehr sensible Haut würde ich das jetzt nicht nehmen. Das ist auf jeden Fall, oder ihr probiert eine Stelle erstmal aus, wo es nicht so extrem sein kann, wo ihr ein bisschen mehr aushaltet, vielleicht hier so an der Schläfe oder so, je nachdem halt. Man macht es auf die gereinigte Haut, trägt es auf wie eine Creme, also schon ein bisschen dicker und lässt das einfach 5 Minuten einwirken. Man muss da gar nichts machen, nicht rubbeln, gar nichts. Da sind auch keine Peelingkörner drin, das ist ein Peeling, was einfach nur wirkt. Also man braucht da keine Kraft irgendwie aufwenden oder irgendwie dran reiben. Deswegen, man lässt es 5 Minuten einwirken, es wird ein kleines bisschen warm, ein ganz kleines bisschen und es fängt auch an, ich möchte nicht sagen zu brennen, aber ein bisschen zu reizen. Vielleicht ganz, ganz leicht zu brennen, aber wirklich, dass man es gut aushält. Und nach 5 Minuten spätestens, ihr solltet euch echt da eine Uhr oder irgendwie ein Handy stellen, nach 5 Minuten spült ihr das mit warmem Wasser wieder ab. Und dann ist eure Haut ziemlich rosa, also schon gereizt irgendwie. Aber das hilft, das ist einfach irgendwie toll, dieses Peeling von Balea. Man sollte das eben abends machen, wenn man nichts mehr vorhat. Und nur einmal die Woche mache ich das auch. Das löst diese abgestorbenen Hautschüppchen, die auch die Poren verstopfen können und ja, die einfach auch mal weg müssen wieder. Und nach einer Woche hat sich das so regeneriert und dann kann man das wieder machen. Und ja, man ist danach erstmal für 10 Minuten so rosa im Gesicht, aber das legt sich wieder und die Haut ist super weich damit. Also ich finde das auch besser wie andere schrubbende Peelings. Ich werde das noch längere Zeit testen, aber bis jetzt, ich habe das schon ein paar Mal angewandt. Es ist eben wie eine Maske und das funktioniert halt sehr, sehr gut und die Haut löst sich so ein bisschen, also die Schüppchen. Man sieht jetzt nicht, es kommt jetzt nicht in Fetzen runter oder so. Aber irgendwie funktioniert das sehr gut und ich bin begeistert von diesem Balea Maskenpeeling. Und was ich auch schon sehr lange benutze, und das gibt es mittlerweile in Tütchen, ist eine Heilerde-Maske. Also ich schwöre generell auf Heilerde, aber es gibt auch so eine ganz intensive Maske, was ich auch nur einmal in der Woche maximal benutze, wenn ich eben dieses Enzympeeling nicht nehme. Manchmal wechsle ich das auch eben ab. Und das ist jetzt von Luvos, das gab es auch noch von einer anderen Marke, aber das finde ich auch sehr gut. Das ist schon so portioniert in so einem dünnen Tütchen. Man knetet diese Masse hier durch, macht das auf und trägt das einfach auf das Gesicht auf und lässt das maximal 15 Minuten einwirken und spült es dann wieder ab. Das kann auch mal sein, dass es da ein bisschen brennt und so, aber echt in einem auszuhaltenden Zustand, würde ich sagen. Und ich bin auch schon sehr empfindlich. Und das reinigt die Haut, also man denkt förmlich, das zieht den Schmutz aus den Poren raus. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, also spätestens alle 2 Wochen nutze ich das auf jeden Fall. Und das ist eben auch gegen Pickel, Pusteln, Mitesser, auch für fettige Haut. Wobei ich sagen muss, dafür sind die Produkte so okay. Aber es ist jetzt kein absolut mattierender Mega-Effekt daran zu erkennen. Dafür habe ich nochmal ein anderes Produkt, was ich dann zum Schminken und auch generell noch als Pflege nehme. Aber es geht ja jetzt heute eigentlich nur um diese Reinigung.
Und ja, ich kann das euch echt empfehlen. Das kriegt ihr bei den Masken. Da, wo Labellos hängen, das sind auch meistens Masken beim DM. Und da findet ihr das. Und das ist eben schon eine super schöne Portion. Und ja, finde ich sehr gut gemacht und kostet unter 1 Euro irgendwie. Und das reinigt eure Haut auch sehr intensiv und ja, macht die Haut super, super schön danach. Ja, das war mein Top 5 unter 5 Euro Video mit dem Thema Gesichtsreinigung. Schreibt mir mal unten rein, wollt ihr das auch nochmal in anderen Editionen sehen? Also mit für die Haare oder was für die Augen, fürs Schminken oder irgendwelche speziellen Themenbereiche, wo ihr euch auch so ein Video vorstellen könnt, was ich dazu machen kann für euch. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!